Es ist das Jahr 1980. Ein neues Jahrzehnt wurde eingeleitet und sollte später in seinem Verlauf viele technische Neuerungen und Durchbrüche bescheren. Ronald Reagan wird Präsident und die Partei der Grünen gründet sich. Im Radio läuft Son of Jamaica. Das jedoch nur zur zeitlichen Einordnung. Mit der Entwicklung des ersten Handhelds von Nintendo hat das natürlich wahrscheinlich eher weniger zu tun. Es ist der Game & Watch. Wenn man sich das Jahr der Veröffentlichung 1980 ins Gedächtnis ruft, wird man sich schon denken können, dass diese Geräte technisch doch sehr einfach gestrickt waren. Damals aber natürlich auf der Höhe der Zeit. Das Spiel wurde auf einem einfachen, segmentierten LCD-Display angezeigt, der natürlich keine flüssigen Animationen darstellen konnte. Die Spiele basierten also im Regelfall darauf, im richtigen Timing Elemente per Tastendruck erscheinen oder verschwinden zu lassen. Dieses konnte das Display recht gut darstellen, da hier einfach einzelne Elemente entsprechend angezeigt oder ausgeblendet wurden. Auch reichte ein dafür recht einfacher CPU. Einen großen Nachteil hatte jedoch die Konsole. Es gab keine auswechselbaren Module oder ähnliches. Ein Spiel war auch ein Gerät. Wollte man etwas anderes spielen, musste man sich gleich ein neues Handheld kaufen. Immerhin kam diese dann aber auch unterschiedlich gestaltet, um auf die Bedürfnisse des jeweiligen Spieles einzugehen. Später gab es sogar Game & Watch Konsolen mit einem Farbdisplay oder sogar zwei Displays, die etwas an das Design des späteren Nintendo DS erinnern. Insgesamt gab es dutzende Spiele und damit natürlich auch Variationen. Die Serie war ein Hit und verkaufte sich weltweit ca. 43,4 Millionen Mal und die ursprüngliche Serie wurde bis Anfang der 90er Jahre produziert. Das System war Nintendos erster Erfolg auf dem Handheld-Markt und die Wichtigkeit sieht man noch heute. In den letzten Jahren erschienen sogar Special Edition Game & Watch Geräte mit Mario und Zelda, wobei diese natürlich mit den einfachen Systemen der 80er nicht mehr viel zu tun haben, außer das Design vielleicht. Der Fuß war also in der Tür des Handheld-Spielemarktes. Der Game & Watch lief gut, aber natürlich wollte Nintendo sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen und begann Mitte der 80er Jahre an einem Nachfolger zu arbeiten. Federführend war hier wieder Gunpei Yokoi mit seinem legendären Nintendo R&D One Team. Ziel war es hier vor allem, einen Knackpunkt des Game & Watch Systems zu beseitigen. Es sollte auswechselbare Spielmodule geben, damit der Spieler sich nur ein System kaufen musste und dann halt je nachdem die Spiele nachkaufen. Der Entwicklungsname für das System war dabei Dot Matrix Display, welches auf das neue Display des Spiels anspielte. Auch hier sollte ein Sprung vorwärts gemacht werden, damit die Spiele dynamischer gestaltet werden konnten. Aus diesem Entwicklungsnamen kommt auch die spätere Modellnummer DMG One, die noch heute bei der Unterscheidung der einzelnen Variationen verwendet wird. Während der Entwicklung des Game Boys gab es intern immer wieder zu Uneinigkeiten zwischen den Entwicklern, wobei das System sogar zeitweise Dame Game genannt wurde, wobei Dame übersetzt hier ungefähr nutzlos oder hoffnungslos bedeutet. Die Sterne standen also nicht so gut für den neuen Handheld. 1987 wurde dann der Prototyp des mittlerweile Game Boy genannten Gerätes der Öffentlichkeit auf diversen Industriemessen vorgestellt. Er bot ein LCD-Display mit einer Auflösung von 160x144 Pixeln, einen Sharp 4,19 MHz Prozessor, wurde von 4 AA-Batterien betrieben. Eine Besonderheit ist das 8-Wegesteuerkreuz, welches auch später D-Pad genannt wird. Zuerst wurde der Einsatz von einem kleinen Joystick überlegt, diese Idee wurde jedoch schnell wieder fallen gelassen. Ein abstehender Joystick wäre einfach zu klobig gewesen und hätte die Portabilität doch sehr eingeschränkt. Der Prototyp kam auf den Messen sehr gut an und so konnte das System am 21. April 1989 in Japan, am 31. Juli 1989 in Nordamerika und am 28. September 1990 in Europa auf den Markt kommen. Im Folgenden werde ich auf den europäischen Release eingehen. Bei uns in Deutschland kostete das Spiel zur Einführung 169 D-Mark, was heute unter Berücksichtigung der Inflation ungefähr 165 Euro wären. Bei uns erschien es nur zusammen mit dem legendären Spiel Tetris in einem Bundle. Direkt zum Release veröffentlichte Nintendo selbst natürlich gleich 5 weitere Spiele, von denen die meisten heute noch zeitlose Klassiker sind. Alleyway, Baseball, Quicks, Solar Striker und natürlich Super Mario Land. Darüber hinaus erschienen noch 1990 weitere Dutzende Spiele, darunter auch Klassiker wie Fortress of Fear, Revenge of the Gator,
Golf und Quirk. Nintendo war es schon bei der Entwicklung klar, dass das System mit seinen Spielen zum Erfolg kommen würde und daher die Unterstützung von anderen Spielefirmen enorm wichtig ist. Wie wichtig Nintendo die Spiele waren, zeigt auch der frühe Vorzeigetitel Super Mario Land. Das Spiel wurde nämlich direkt von der Entwicklungsabteilung der Hardware R&D1 zeitgleich entwickelt, um möglichst früh die Möglichkeiten des Systems demonstrieren zu können. Der Game Boy schlug ein wie eine Bombe und galt bis zum Nintendo DS zur meistverkauftesten Konsole der Welt. Rechnet man den späteren Game Boy Color mit ein, wurden ungefähr 118 Millionen Einheiten weltweit verkauft, wobei Tetris mit 35 Millionen Einheiten das erfolgreichste Spiel ist, wobei es natürlich bei vielen Bundles auch mit dabei lag und das mitzählt. Der DMG One Game Boy ist der bekannte graue Ziegel. Dieses blieb auch erst einmal so. Erst 1995 gab es einen Facelift mit einer Special Edition. Dieses war der normale Game Boy, nur dass das Gehäuse nun farbig bzw. durchsichtig war. Es gab ihn in Grün, Rot, Weiß, Schwarz, Gelb, Blau und Transparent. 1996 kam dann der Game Boy Pocket auf den Markt und das kann man denn vielleicht als den ersten richtigen Facelift bezeichnen. Hier wurde nämlich der Formfaktor verkleinert, das Display aber minimal sogar vergrößert. Auch der Energiehunger des Systems wurde verringert und nun reichen zwei 3-fach-A-Batterien aus. 1998 kam dann noch eine Variante heraus, die einen großen Makel ausbügelte. Der Display hatte einen Hintergrund beleuchtet, es war der Game Boy Light. Leider kam das System jedoch nur in Japan heraus. 1998 erschien dann der Nachfolger, der Game Boy Color. Dieser konnte, wie der Name es schon sagt, auch Farben darstellen, hatte jedoch auch keine Hintergrundbeleuchtung des Displays. Die Einführung des Systems läutete dann auch langsam das Aussterben des klassischen Game Boys ein. Vor allem, weil auch der Game Boy Color auch klassische Game Boy Spiele spielen konnte. Obwohl die Entwickler skeptisch waren, schlug das System ein wie eine Bombe und hatte sogar viele Systeme wie Segas Game Gear und den Atari Lynx weit überholt, obwohl diese Systeme technisch gesehen sogar wesentlich besser waren. Das liegt aber wohl vor allem daran an der Nintendo-typischen Einfachheit. Es kommt eben nicht immer darauf an, möglichst gute Grafik zu bieten, es kommt auf das Spielgefühl und natürlich auch auf die Spiele an. Und genau das bot der klassische Game Boy und ist wahrscheinlich deswegen auch noch so vielen bei heute in wohliger Erinnerung. Spaß! Braucht eben keine Opulenz.